really been nothing but the Almighty. Just a little jeans and a pure whitey. She never did forever be nobody whitey. Tonight I might fall in love. Keep dancing and call it love. Wow. Einfach wow. Okay. Es ist unfassbar, wie viele Menschen hier heute zusammengekommen sind. Es gibt mir einfach Hoffnung, wenn ich so viele Personen aus der schwarzen Gemeinschaft sehe. Es zeigt mir, dass wir die Hoffnung noch lange nicht aufgegeben haben. Es gibt mir Zuversicht, wenn ich so viele Menschen mit verschiedensten Hintergründen hier sehe und wir als Einheit gegen denselben Feind kämpfen, der sich Rassismus nennt. Ich stehe heute hier, wie jede andere Rednerin und jeder andere Redner auch, als Repräsentant der schwarzen Gemeinschaft und als Repräsentant des Friedens. Meine Brüder und Schwestern aus der schwarzen Gemeinschaft, ab heute werden wir keine Forderungen mehr stellen. Ab heute werden wir aktiv unsere Zukunft selber gestalten. Es ist die Zeit gekommen, in der wir anfangen, Möglichkeiten zu erschaffen, die von schwarzen Menschen sind und für schwarze Menschen sind. Es ist notwendig, dass wir uns als Schwarze noch mehr bemerkbar machen, indem wir unsere Denkweise ändern und aktiver in unserer Gesellschaft werden. Damit meine ich aktiv jüngere Schwarze richtig zu unterrichten, ihnen Perspektiven zeigen und ihnen jederzeit die Hand zu reichen. Der wahre Kampf gilt unserer eigenen psychischen Gesundheit. Wenn wir als Minderheit verstehen, dass wir uns weniger gegenseitig angreifen und uns in dieser indoktrinierten, toxischen Ellbogengesellschaft aktiv entledigen, dann werden wir eine Veränderung sehen. Wenn wir anfangen, bewusst zuzuhören, was dein Freund oder deine Freundin wirklich bedrückt, dann werden wir in der Lage sein, uns gegenseitig zu heilen. Wir müssen verstehen, dass die Kolonialisierung unserer Vorfahren darauf ausgelegt war, systematisch unsere Psyche zu brechen. Wir müssen als Gemeinschaft füreinander da sein, um diesen kollektiven Schmerz abzulegen. Wir müssen uns gegenseitig unterrichten, voneinander lernen und unsere Suche nach mentaler Stärke gemeinsam bestreiten. Gemeinsam bestreiten. Wir müssen für Normalität und Gleichberechtigung kämpfen. Für die Dinge, die uns genauso zustehen wie in allen anderen auch. Ich verstehe eure Trauer. Ich verstehe eure Wut. Wir haben ein Recht auf diese Gefühle. Doch wir sollten uns nicht von ihnen leiten lassen. Wir müssen sie bündeln und sie nutzen, um uns gegenseitig neue Wege aufzuzeigen. Mentale Stärke bedeutet, Kontrolle über Emotionen zu haben, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Situation, die uns aus der Fassung bringen sollen, entschlossen zu begegnen. Wir durchleben jeden Tag Traumata, doch wir reden kaum darüber. Es gibt kaum schwarze Therapeutinnen und Therapeuten. Es gibt kaum professionelle Hilfe, die unsere Probleme aus demselben Blickwinkel wahrnimmt wie wir.
Also sollten wir unsere eigene Therapeutinnen und Therapeuten sein und uns dort unter die Arme greifen, wo andere versagt haben. Wir sollten uns gegenseitig Raum geben, wütend zu sein und trauern zu können, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Deshalb appelliere ich an euch, redet miteinander, hört euch zu, lasst euch ausreden, schreit euch an und nehmt euch am Ende wieder in den Arm. Macht euch nicht kaputt, sabotiert euch nicht gegenseitig, sondern gebt euch Kraft für den Kampf, den wir gemeinsam kämpfen. Lasst uns eine gesunde Streitkultur erschaffen, in der keiner von uns ausgegrenzt wird oder vergessen. Lernt zu diskutieren und stellt die Liebe über euer eigenes Ego. Wir sind alle gezeichnet von Wunden, die unsere Vorfahren über Jahrzehnte zugefügt wurden. Lasst die nächste Generation nicht mit denselben Wunden aufwachsen. Zeigt ihnen eure Narben, klärt sie über die Vergangenheit, über ihre eigene Geschichte auf. Ich bin ohne Vater groß geworden und ich weiß, viele von euch teilen dasselbe Schicksal. Ich musste sehr früh lernen, Verantwortung zu übernehmen und mir Dinge selber anzueignen, die ich gerne von einer Vaterfigur vorgelebt bekommen hätte. Deshalb an alle jungen Eltern, macht es bitte besser. Redet mit euren Kindern, redet mit eurer Familie, redet über Probleme. Ich weiß, dass es vielen von euch genauso geht. Da ich weiß, dass es vielen von euch genauso geht, bin ich stolz sagen zu können, dass ich trotz dieser Vergangenheit als der Mann vor euch stehe, den ich immer sein wollte. Der Bürgerrechtler und einer meiner größten Vorbilder, Fred Hampton, sagte einst: "We don't think you fight fire with fire best. We think you fight fire with water best. We're going to fight racism not with racism, but we're going to fight with solidarity." Fred Hampton. Dann sage ich, wir bekämpfen Feuer mit Wasser und Rassismus nicht mit Rassismus, sondern mit Solidarität. Handelt solidarisch, stärkt eure Verbundenheit, denn nur dann werden wir eine kontinuierliche und langanhaltende gesellschaftliche Veränderung herbeirufen können. Einige meiner weißen Freundinnen und Freunde haben mich gefragt, was sie tun können, um der schwarzen Gemeinschaft beim Kampf gegen den Rassismus beizustehen. Das ist eine berechtigte Frage. Ich erwarte keinen Black Lives Matter Post oder ein Schild in eurer Hand, auf dem steht "I can breathe". Ich erwarte und wünsche mir gleichzeitig, dass auch ihr, die weiße Gesellschaft, solidarisch handelt und vor allem in euren Kreisen dafür sorgt, den Rassismus aktiv zu unterbinden. Da seht ihr mal, was Rassismus machen kann. Genau das. Unterschwelliger Rassismus wird so oft belächelt und toleriert. Jedoch seid ihr in solchen Momenten dazu verpflichtet, eure Freunde, eure Eltern und eure Großeltern auf diese hochsensible Thematik aufmerksam zu machen. Ihr habt die Pflicht, dieses Verhalten zu unterbinden.
Ihr müsst euch klar machen, es geht nicht um Schwarz gegen Weiß. Es geht um einen kollektiven Kampf gegen den weltweiten Feind, der sich Rassismus nennt. Deshalb wirklich an meiner ganzen... Ich bin der Meinung, wenn man aus Liebe handelt, dann würde es Rassismus einfach nicht geben. Deswegen bitte, guck nach links und nach rechts und hör zu, was dein schwarzer Bruder oder deine Schwester oder deine schwarze Schwester über Rassismus sagt. Es ist unsere fucking Realität. Dankeschön. Ciao.